Pokémon Mystery Dungeon Never Alone. Prolog. Unsere Geschichte. Bitte wach auf. Du musst aufwachen. Wo bin ich? Dieser Ort ist deine eigene Seele. Niemand außer dir kann diesen Ort betreten. Und wer bist du dann? Ich bin du. Dein Unterbewusstsein. Dein Inneres. Weshalb hast du mich hergebracht? Warum bin ich hier? Deine Vergangenheit ist völlig aus deinem Gedächtnis gelöscht. Bald wirst du erwachen. Sobald dies geschieht, werde ich fort sein. Warte, warum gelöscht? Warum sollte ich meine eigene Vergangenheit vergessen haben? Ich kann es dir nicht sagen. Ich darf es nicht. Du musst mir glauben. Es ist zu deinem eigenen Wohl. Wenn du dich erinnern würdest, wärst du nicht in der Lage, die Zukunft zu verändern. Die Zukunft? Verändern? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe gar nichts. Bitte, erklär es mir. Ich weiß ja nicht einmal, wer ich bin. Ich sagte es bereits. Ich kann es nicht. Ich muss nun gehen. Du wirst bald erwachen. Es gibt nur eine Sache, die ich dir sagen darf. Dein Name lautet Fate. Sei vorsichtig. Es wird nötig sein. Pass auf, wem du vertraust. Du darfst keinem Vertrauen schenken. Unter keinen Umständen. Und woher weiß ich, dass ich dir vertrauen kann? Du weigerst dich, mir irgendetwas zu erzählen. Du hast vielleicht recht und du bestärkst, was ich dir sage. Wenn du nicht einmal dir selbst trauen kannst, wie willst du dann anderen vertrauen? Die Welt, die du erreichen wirst, ist voller Gier und Hass, voller Verrat, voller Trauer. Ich werde es dir nur einmal sagen. Egal was passiert, rede unter keinen Umständen mit anderen Pokémon. Du musst diesen Kampf alleine bestreiten. Du musst alleine sein. Das Einzige, was du verdienst. Freundschaft kann nur schmerzen. Und jetzt geh. Aber... Kein Aber. Geh. Jetzt. Und vergiss nie meine Worte. Bleibe alleine. Du darfst nur kämpfen. Bringe der Welt die Finsternis. Wir werden uns wiedersehen. Aber du wirst mich nicht erkennen. Tätest du es jedoch, dein Leben würde auf der Stelle enden. Ich konnte der Stimme nicht mehr antworten, bevor Licht um mich herum alles erfüllte. Ich hörte eine leise Stimme. Wach auf, bitte. Er kann nicht noch einen Unschuldigen töten. Dies waren die ersten Worte, welche ich auf meinem Abenteuer hörte. Die ersten von Millionen. Und so begann meine Reise. Eine Geschichte über Reue, Verzweiflung und Hass. Aber auch über Vertrauen, Hoffnung und Liebe. Dies ist meine Geschichte. Nein, das ist falsch. Dies ist unsere Geschichte.